Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und Pater ist schon wieder da mit einer Rostams Gefährten und Streiter des Feuers des Sieges. Yay! Lustig, dass die so heißen, weil das ist eine Level 1er Armee. Aber egal. Gut, ich bleibe hier drin, weil hier ist meine beste Chance, die 26 Fernkampf-Kavalleristen aufzuhalten. Auf dem offenen Feld bin ich hoffnungslos unterlegen. Also, beziehungsweise mit den Armeen bin ich hoffnungslos unterlegen. Also, gegen große Plänkler-Armeen kann man... Ich habe da schon deinen Kumpel getötet. Ich werde dich jetzt gleich auch töten. Wede. Hoffentlich hat er den nur ein bisschen gemobbt und nicht eine ganze Einheit rausgeschmissen. Wie ungünstig. Der macht jetzt der macht jetzt einen Umweg. Wie abwegig. Oh. So, Entschuldigung. Wir müssen jetzt, also die da lassen wir mal. Wir warten auf die, auf Dareus Untergang und zum Ende der Welt. Das sind die beiden Armeen. Der zieht sich wieder zurück, gut so. Die beiden werden jetzt auch nach oben gehen. Wobei, nein, wir dürfen noch nicht. Ein Zeichen vielleicht. Ja, bla. Wir dürfen die noch nicht einnehmen. Ah, Umsturz. Ja, okay, Garnison ist egal. Ja, das war so klar. Wer hat sich aufgelöst? Ach. Das ist doch scheiße. So, und du? Du bist jetzt mal so frei. Der ist halt schon ein bisschen High-Level. Aber ich bin jetzt Level 5 und ich brauche Level 6. Genau, das nehme ich. Ist zwar teurer, aber sie hat bessere Chancen. Ich brauche Level 6, um endlich wieder Attentat zu machen. Du gehst ja jetzt mal wieder zurück, weil seine drei Armeen sind zurückgegangen. Der da bleibt hier. Ich kann hier jetzt nicht mit den drei Armeen Partien platt machen, weil wir spielen das ja so, wie Alexander das gemacht hat. Und zwar ist er hier so eine Runde gegangen. Oder so. Und dann hat er quasi hier alles platt gemacht. Also, so eine Schlaufe. Und dann hier oben hat sich das ein bisschen geteilt. Genau. Oh, Gewitter. Ich hoffe, das hört man nicht. Das heißt, der bleibt in Defensivmodus. Ist eigentlich eine Verschwendung für ihn. Ah, er ist schon 64, Entschuldigung. Ah, der ist eigentlich richtig ein cooler. Puh. Eigentlich müsste ich... Eigentlich müsste ich das wirklich machen. Ich habe letzte Runde überlegt, wie ich am besten die beiden kicken kann. Und zwar, ja, ist wieder in defensiven Modus, also in, er hat wieder eine, Verteidigung, also eine Befestigungsmauer gebaut. Und wenn ich da reinkomme, bevor die Verstärkung da ist, kann ich es schaffen. Ja, da muss ich halt unglaublich schnell sein.
Und hier habe ich nur 4 Kavalleristen. Hier habe ich mehr. Aber ich kann mit dem nicht angreifen. Weißt du was, das versuche ich trotzdem. Das versuche ich trotzdem. Er sagt zwar hier, ich habe, also wenn ich es automatisch mache, habe ich es halt gleich in der Tasche. Aber ich will es euch zeigen. Also so wird werden meine Verluste um weitem hoch, also sehr viel mehr sein, sehr viel höher sein. Aber ja, also vor allen Dingen bei Befestigungs Automatik ist es meistens so, dass ja, er das besser einschätzt, als es in Realität dann wirklich ist. Aber ich will es mal versuchen, weil es sei denn, er kommt raus. Wenn er rauskommt, habe ich ein Problem. Wenn er rauskommt, habe ich ein Problem. Wenn er drin bleibt und gut verteidigt, aber er kann nicht gut verteidigen. Er kann also mit denen, aber da muss ich ja sehr schnell durchbrechen. Ich werde, nee, ich will trocken, danke. Okay, meine Verstärkung kommt von da. Die kommt von da. Was macht die denn da? Also, naja, zum Glück von da und nicht von da ganz hinten. Gut, seine, aber ich finde das hier geil. Also, sieht schon echt realistisch aus. Coole Location, muss ich mir merken. Seine Verstärkung muss von da kommen, also wenn es realistisch ist. Oder von da hinten. Okay, er hat hier offen gelassen, ist ja klar. Ist ja klar, so. Achso, Entschuldigung. Mein Fehler! Ich muss ja echt sehr schnell hier sein. Warte, nee, ich mach das andersrum. Aus einfachem Grund, weil die Hopliten haben bessere Verteidigung als die Pikiniere. Und hier wird es schneller heiß hergehen. Warte, aber. Hier kommt die Hauptarmee hin. Weil wir von... Ach, Schmarrn. Entschuldigung. Ich dachte von hier... ich hatte im Kopf, dass hier von dieser Seite die zweite Armee einmarschiert. Aber das stimmt ja nicht. Sie kommt von da. Gut. So, bitte schnell. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, hier muss ich wirklich schnell sein. Warte, ich mache aber hier den da, damit ich ja weiß, wer von der zweiten Armee ist und wer nicht. Jetzt presche ich hier schon mal vor. Ich muss ihn daran hindern, rauszukommen. Ah, verdammt, er ist rausgekommen. Das ist... Oh, okay, verdammt, da ist jetzt die
sind die zweiten gekommen. Ah, verdammt. Jetzt muss ich schnell sein. Jetzt muss ich hier durchpreschen. Hey. Weiter. Weiter, schnell. Schnell. Machen mal Brandpfeile da rein. Hier auf jeden Fall mal ablenken. Uiuiui. Konzentration hier auf jeden Fall und Loyalität da. Unser General wird angegriffen. Und schnell General weg. Genau, du gehst dahin. Ey, jetzt. Sowas nervt immer, wenn die nicht rennen, wenn man es, die halt so zum Angriff geschickt haben, hat. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, das ist jetzt sehr gut. Das ist, super. Hier kommt meine Verstärkung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, jetzt habe ich den Turm. Sehr gut. Jetzt mach schon. Hey, egal. So. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unser General ist gefallen. Ich hoffe nicht der da. Gut. So, super. Jetzt kommen die. Der ist auch da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So. Die gehen jetzt auch da rein. Wieso ist der jetzt wieder... Nein. Ich
Huhuhuhu. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die Bogenschützen haben sehr gut ausgehalten. Das war super. So, jetzt habe ich nämlich das vor und das war der Plan. Die sind halt immer noch da hinten. So, jetzt ist das ein Kampf, der... ja, der Bogenschützen halt. Uiuiui. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nein, echt jetzt? Der war noch da? Wieso habe ich den nicht gesehen? Ach. Naja, egal. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Mhm. Ich weiß. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, sieht ziemlich gut aus.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir haben doch schon gewonnen. Achso. Ja, der geht gleich da. Gut, Pyrrhus-Sieg. 2400 Verluste. Wow. Ja. Aber war eine interessante Schlacht. Uiuiuiui. Entschuldigung. Nein, oh Gott. Ich wollte... egal. Minus Autorität. Hier, den da. Ersetzen. Ja, eben. So, was habe ich alle? Hier habe ich komplett alle Kavallerie verloren. Hier habe ich einen Leinpanzerpikenier verloren, glaube ich. Aber die da mache ich zuerst. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Du kümmerst dich jetzt mal um diesen da. Du hast dich schon gekümmert. Warte, wer ist denn weggelaufen? Ich glaube, einmal Leinpanzerbeknie. So. Was ist denn hier los? Benötigt Aufmerksamkeit. Einer eurer Magistrate beschwert sich über die Verschlechterung der Weinqualität in seiner Provinz. Er behauptet, selbst die Barbaren würden das Gesöff ablehnen. Qualität. Konvertierung. Und das da. Die kann ich noch nicht. Mindestens 20 Jahre alt, okay. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Aha, da wusste ich doch, dass ich was vergessen habe. Aber was wollte ich da machen? Ich hab's vergessen. Wollte ich da Essen machen? Warum wollte ich da Essen machen? Wollte ich da Essen machen? Wahrscheinlich wollte ich da Essen machen, ja. Da wollte ich auch Essen machen. Da wollte ich auch Essen machen. Da wollte ich noch mal ein bisschen vergnüglicher an dir. Ein bisschen. Gut. So. Bald werde ich den töten. Oh, ich freue mich drauf. So. Gut, dann schauen wir uns noch mal an, was wir die nächste Runde bekommen, und dann... Uiuiui. Jetzt ist das Gewitter aber genau über uns. Na ja. Weißt du was, das spielen wir jetzt einfach mal. Kommt halt immer drauf an, wo er uns angreift. Also, wie die Stadt aussieht. Weil mit einer Pygmäe-Einheit, die fast voll ist,
kann man so einiges aufhalten. Elefanten sind halt, ja, ziemlich heftig, aber... Ach, das ist es. Okay. Dann schauen wir mal, ob er sich wieder selbst umbringt. Aber es sieht schon mal gut aus. Mal schauen, was die Elefanten machen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil die sollten wir eigentlich... Auch, also wenn er gegen die geht, dann okay. Unser General wird angegriffen. Ach so. Unser General wird angegriffen. Okay, die Elefanten werden schon... Also das mit den Massenansturm ist halt krass. Das ist halt sehr gut. Formiert euch mal wieder neu. Die Routen jetzt, das ist super. Das ist sehr gut. Der geht hier so außen rum, das ist gar nicht gut. Okay, da sind auch Pikiniere. Wo ist denn da jetzt noch ein Elefant? Die sind doch alle tot. Na ja, Sack. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir in seinen Rücken schießen können, dank dem des Mobs. Aber ein bisschen was konnten wir schon töten. Ja, der, ja. Und hier bricht der da jetzt auch zusammen. Jetzt gehe ich in die Offensive rein. Damit ich hier ein bisschen pushen kann. Vielleicht kann ich ja den sogar hier wegpushen. Okay, jetzt hat er es geschafft. Ah, jetzt vor allem hier mit der Kavallerie jetzt. Ja. Okay.
Aber ich habe schon einiges wegmachen können. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wenn ihr mal in der Stadt gegen Pikiniere kämpfen müsst, auf jeden Fall der Charge war krass. Auf jeden Fall von allen Seiten angreifen und wenn nicht möglich, dann einfach eure ganzen Fernkämpfer auf die schießen lassen. Wenn ihr keine mehr habt, dann dann müsst ihr versuchen, die auszuspielen. Na komm, jetzt fang. Unsere Männer fliehen vor der knappe Linie. Na, ich fand die nicht knapp. Also, als ich gesehen habe, dass die eine Einheit hinten rumgeht, dann wusste ich, dass es vorbei ist, aber die Bürgerwehr ist allgemein ein bisschen trottelig. Gut. Ja, ich glaube, wir schauen jetzt noch schnell weiter, wie es eben die nächste Runde ist. Und dann, genau, gehe ruhig zurück. Dann erober ich Gore zurück. Ah, haben sie es jetzt schnell ausgetauscht? Ja, okay. Warum nicht? Ich hoffe, ich komme bald an die königliche Kaserne. 18.000 will er dafür. Du bist da ganz hinten. Was will ich von dir? So. Ein einfacher Trick. Nö. Dich erober ich ja noch. Dieser Feind muss angegriffen werden. Ja, von dir. Ja, er geht endlich aus dem Sumpf raus. Ich glaub's ja nicht. Wow. Oh nein. Oh, oh, oh. Hey, das würde ich sogar gewinnen. Lass mich mal überlegen. Also, die Einheiten sind halt vollkommener Rotz. Aber ich könnte das zwar gewinnen, aber dann sind meine Einheiten total, ja, nicht mehr akzeptabel. Aufstand in der Hauptstadt. Gut, mit dem Aufstand werden wir dann die nächste Runde beginnen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Tag und bis dann. Bye.